TikTok bringt die nächste Foto-App an den Start und Instagram erweitert das Collab-Feature. Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt, wie jede Woche, in ungefähr 7 Minuten die 7 wichtigsten News aus dem Online-Marketing aus den letzten 7 Tagen. Lass gern jetzt ein Abo da, um keine News mehr zu verpassen. Und wenn du tiefer einsteigen willst und dich wirklich fundiert und dauerhaft fortbilden willst im Online-Marketing, um zu den Besten deiner Branche zu gehören, schau dir mal Online-Marketing Insider an. Da bekommst du nämlich genau das, ständige Weiterbildung auf allerhöchstem Niveau. Und wir legen jetzt los mit der ersten News der Woche. TikTok erweitert sein Angebotsspektrum. Vor ein paar Wochen hat TikTok TikTok Notes veröffentlicht, eine App, um Fotos zu teilen mit Text, also ein bisschen wie Instagram früher, jetzt auch bei TikTok in einer eigenen App namens Notes. Aber jetzt gibt es noch eine neue App, die auch wieder eine Foto-Sharing-App ist, nämlich We. Die App heißt We und die ist dafür da, Bilder mit deinen Freunden zu teilen. Also nicht öffentlich zu sharen wie bei Notes, sondern gezielt an jemanden zu verschicken, eben im eher 1:1 Kontext. Schon vor dem Jahr hat TikTok eine Bilder-App namens Lemonade gelauncht. Da war der Fokus eher auf Produkte und Empfehlungen von Produkten. Jetzt gibt es eben We und Notes. We für Freunde, Notes für die Öffentlichkeit. Schreib mal in die Kommentare, ob du noch weitere Foto-Apps überhaupt brauchst oder ob Instagram dir völlig ausreicht und du eigentlich mit TikTok völlig zufrieden wärst. Deine Meinung dazu würde mich sehr interessieren. Meta kündigt neue AI-Chatbots für Werbekunden an. Schon vor 8-9 Jahren hat Meta bereits Chatbots damals für Facebook veröffentlicht, damit Firmen eben im Messenger Chatbots einrichten können. Die sind ein bisschen gefloppt, wurden nicht so wirklich genutzt. Woran lag das? Naja, zum Beispiel waren das die Apps oder diese Bots nicht sehr schlau waren. Also wirkliche AI war da noch nicht integriert. Das ist jetzt anders, denn die neuen Meta-Chatbots, die werden mit Llama 3.1, also einem sehr, sehr guten Large Language Model trainiert und damit sind auch hochwertigere, bessere Konversationen möglich. Das heißt, die Chatbots sollen Werbekunden ermöglichen, dass dann diese Bots direkt mit den Kunden Q&A-Chats zum Beispiel machen und Fragen beantworten. Also bald auch hier vielleicht der Rollout AI-Chatbots für dich als Meta-Werbeanzeigen-Kunde. YouTube hat auch ein neues Feature, nämlich du kannst jetzt demnächst, ich habe es noch nicht, aber es wird gerade ausgerollt, bis zu 3 Thumbnails gegeneinander testen. Na, das Thumbnail ist ja wichtig dafür, wie das Video aufgerufen wird, wie viele Klicks es bekommt und so weiter. Und das kannst du ab jetzt besser testen. Bisher hat man das, wenn man einen Test gemacht hat, immer nacheinander gemacht, aber das ist sehr ungenau. Jetzt kannst du gleichzeitig parallel 3 Stück testen mit einer Test-and-Compare-Funktion. Das hat der YouTube-CEO vor kurzem auf Threads jetzt verkündet. Das kannst du für neue Videos beim Hochladen direkt machen oder auch im Nachhinein, wenn das Video sich noch verbreitet, kannst du auch später noch neue Thumbnails hinzufügen, um dann zu testen. Getestet wird auf die Watchtime, also wie lange das Video angesehen wird, und dann können die Daten auch später eingesehen werden. Und wenn dann der Test vorbei ist, wird der Gewinner, das Gewinner-Thumbnail automatisch ausgespielt. Wenn es keinen echten Sieger gibt, dann wird das erste hochgeladene Thumbnail als Gewinner quasi dauerhaft ausgespielt. Wann der Rollout für alle kommt, ist noch unklar, aber das wird demnächst jetzt kommen. Ein sehr wichtiges Feature bei Instagram, um Reichweite zu erzeugen, ist das Collab- oder Kooperationsfeature. Du kannst, wenn du ein Reel oder ein Bild hochlädst, nicht nur Leute markieren, sondern auch einen zweiten Co-Autoren hinzufügen. Wenn der akzeptiert, dann wird das Video oder das Bild auch bei ihm gepostet. Das heißt, ihr ergänzt quasi eure Reichweiten und beide profitieren vom jeweils anderen. Das geht aber bisher nur beim Hochladen des Reels. Das ändert sich gerade, denn jetzt ist bereits ausgerollt. Du kannst jetzt auch nachträglich noch neue Kooperationspartner hinzufügen. Heißt, wenn du ein Reel hast, wo vielleicht ein anderer zu sehen ist, dann kannst du da jetzt nachträglich reingehen, Reel bearbeiten und da dann nicht Person markieren auswählen, sondern Co-Autor auswählen und dann wird das Video nochmal neu gepostet quasi von ihm und du profitierst von seiner Reichweite mit deinem Reel. Noch nicht für alle ausgerollt, aber das wird jetzt gerade passieren. In ein paar Tagen hast auch du diese Funktion vielleicht schon bei dir freigeschaltet. Collab-Partner nachträglich auswählen. Es gibt noch eine kleine Neuigkeit bei Instagram, die gerade Creator glücklich machen könnte.
Du kannst ja seit einiger Zeit auch bei Standfotos, bei Bildern, bei statischen Inhalten Musik hochladen. Das ist ziemlich cool. Das ist eine Neuigkeit, die vor ein paar Monaten schon passiert ist. Das zweite ist, du kannst seit ein paar Wochen jetzt Videos und Fotos in Karussells mischen. Bisher ging nur entweder oder, aber seit einiger Zeit kannst du eben beides machen. Jetzt werden die beiden Neuerungen kombiniert, denn du kannst jetzt auch tatsächlich Musik auch in so gemischten Karussells benutzen. Das ging bisher nur bei reinen Fotokarussells, aber wenn du jetzt einen Karussellpost hast, wo Videos und Fotos drin sind, kannst du auch da jetzt künftig Musik verwenden und so eben dich kreativ ausleben und dein Video oder dein Karussell besser ausspielen. Denke aber dran, geschützte Musik kommerziell besser nicht verwenden. TikTok springt mehr noch auf den AI-Trend auf und bietet jetzt künftig AI-Avatare an für Anzeigenkunden. Es gibt TikTok Symphony, da gibt es eine Datenbank mit Creatoren, also mit Personen, die Videos aufgenommen haben. Die kannst du verwenden, dann werden die eben per AI angepasst. Das heißt, dann wird der Mund geklont quasi und der Mund wird dann eben verändert auf den neuen Text. Du legst denen quasi einen Text in den Mund, dass echte Menschen dann deinen Text vorlesen in bis zu 10 Sprachen. Aber es geht auch mit neu erstellten Avataren, also mit wirklich Custom-Avataren, die dann per AI erstellt werden. Und dann kannst du deine Produktvideos, deine UGC-Videos und so weiter künftig mit halb KI generiert in über 10 Sprachen nutzen und so noch einfacher Content für Ads kreieren. Und die News, die TikTok-Creator glücklich machen könnte, eine bahnbrechende Funktion, wenn das für alle ausgerollt wird. Vor einigen Wochen wurde bereits ausgerollt, dass Produktlinks in TikTok-Videos eingebaut werden können. Geht aber nur für TikTok-Shops, aber die gibt es ja in Europa nicht und deswegen ist es auch nicht für uns nützlich oder für uns verfügbar. Aber dieses neue Feature dann schon, denn jetzt kann man anscheinend künftig Weblinks in Videos einbauen. Also Links zur Webseite oder Link zum Online-Shop oder zu einem Produkt oder zum Affiliate-Link oder was immer du verlinken möchtest. Du kannst jetzt künftig in dein Video einen Link einbauen, der dann per Klick eben erreichbar ist. Kannst du dir anschauen bei Sat.1 auf TikTok, die haben bereits in einigen Videos kleine Links drin, die dann zur Sat.1 Webseite führen und dann da zum Beispiel auf das volle Video von dem Clip, den sie gerade posten, führen. Wäre fantastisch, weil endlich auch Traffic generiert werden kann über TikTok, was bisher nur sehr sporadisch oder gar nicht möglich ist. Wann der Rollout kommt, ist unklar, aber die ersten, wie gesagt, Sat.1 zum Beispiel, hat es bereits. Für mich definitiv, wenn das kommt, das Feature der Woche. Das waren die 7 aktuellsten News dieser Woche. Hat es dir gefallen? Dann lass gerne jetzt ein Abo da. Dann sehen wir uns jeden Montag um 17 Uhr mit den immer aktuellsten News der letzten 7 Tage. Als Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt, einfach zum Nebenbeihören oder als Video auf YouTube, Instagram und Co. Oder auch regelmäßig als Newsletter bei LinkedIn. Das war's für heute. Habt eine gute Woche, bleibt gesund, hau rein, dein Felix Beilharz.